Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich dir mal die erste 3DS-Mod-fähige Homebrew vor. Und zwar ist das ein Pong-Pod und der wurde von Snailface, einem GBA-Temp-Mitglied, entwickelt. Und da brauchst du zum Ausführen eine ganz normale DS-Mod-Flashkarte. Ich nehme jetzt mal die blaue Gateway-Karte, aber man kann auch eine normale R4i Gold oder eine Supercard DS2 benutzen. Das Einzige ist, dass sie auf dem 3DS funktionieren soll. Der übrigens die Firmware 4.5.0-10 haben muss, oder zumindest eine Firmware zwischen 4.1.0-10 und 4.5.0. Und man benötigt natürlich eine SD-Karte, auf die man eine Datei kopiert, die ich nochmal in die Beschreibung packe, zumindest den Link dahin. So, dann ist hier auf die Micro-SD-Karte von der DS-Mod-Flash-Karte muss der ROP-Installer, dazu kommt auch nochmal ein Link in die Beschreibung. Und die muss man dann eigentlich nur noch mit dem 3DS starten. Und zwar kommt erstmal die DS-Karte in den Slot und die SD-Karte hier rein. Die Dateien sind da wie gesagt schon drauf. Da muss man die DS-Mod-fähige Flashkarte oder die DS-Mod-Flashkarte starten. Da muss man den ROP-Loader starten. Der Gateway-Installer und Installer für andere Flashkarten funktionieren nicht. Also für andere 3DS-Mod-fähige Flashkarten. Dann zeigt er das Menü an. Man kann wieder Home drücken. Und jetzt geht es in die Systemeinstellungen. Da gehe ich dann nochmal auf allgemeine Einstellungen, Nutzereinstellungen und Nintendo DS-Nutzereinstellungen. Und jetzt bin ich auch schon im Pong-Spiel. Da kann man mit B, X und dem Steuerkreuz steuern. Oben wird dann der Score angezeigt. Das Ganze flimmert noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das im Video sieht, aber es ist spielbar. Und es ist die erste 3DS-Mod. Homebrew, die ein richtiges Spiel ist. Ein paar Hello Worlds und Mandelbrote gab es schon vorher, aber halt noch kein richtiges Spiel. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wenn du noch irgendwelche Fragen zu den Sachen hast, dann hoffe ich, dass ich sie beantworten kann und die kannst du gerne in die Kommentare schreiben.